So, und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Projekt bei mir. Es handelt sich hierbei um Left 4 Dead. Ein Spiel, das ich schon mit Müsi im Stream angefangen hatte, aber zurzeit ist leider Streampause, deswegen kommen wir nicht weiter und ich würde das gerne abschließen. Also wenn die Hand vor 2 Wochen schon so aussah... Sowas habe ich echt noch nie gesehen. Na, du darfst dich gerne damit einschmieren. Sie mutieren. Oh Mann! Bäh, das stinkt! Da lebt noch wer. Da drüben ist was. Alles klar? Hey, schon gut. Wir... Licht aus! Schnell zurück! Es glitzert. Ja. Könnte man als Problem verkaufen, wenn man unbedingt möchte. Das war die Schlacht. Jetzt kommt der Krieg. Dam, dam, dam. So, und damit geht's los. Ich hatte nach dem Intro eine kurze Unterhaltung und ja, ich weiß nicht, ob ihr den Stream gesehen habt bei Müsti, aber ja, ne?
Wir machen einfach ein. Ich würde gerne nicht online spielen. Singleplayer. Schwierigkeitsgrad. Machen wir ruhig erstmal leicht. Erste Kampagne, erster Akt. Charakter, ich nehme Zoe und starten. Ah, Hachi. Ja, die Ladezeiten sind ein bisschen lang. Das war auch ganz gut, nämlich. Die Ladezeiten zu überbrücken ist. Also nach dem Intro war wirklich gut eine Minute zu laden. Und ja, deswegen war das nicht so schlimm. Da konnte ich ganz locker einen Cut machen. Jetzt ist die Folge halt eine Minute länger. Nicht so dramatisch. Außer man hat Angst vor Zombies oder Kugeln. Oder lange. Also beides. Kugeln. Die U-Bahn geht direkt zum Mercy Krankenhaus. Schrotflinte oder Uzi? Schrotflinte oder Uzi? Dann überlegen wir mal. Schrotflinte oder Uzi? Genau, das verdrehen. Ducken wir C. Springen ist Leertaste immer noch. Anvisieren geht nicht. Höhere Genauigkeit im Knien. Ja. Nachladetaste gefunden. Die Spüli kann ich nicht mitnehmen. Arme Frau. Genau, das hier ist ein Nahkampf. Leider leben wir ein bisschen. Ich nehme mal an, wir sollen dann runter. Und zwar nicht aus dem... Nein, nicht aus dem... Immer schön auf den Kopf zielen. Immer schön auf den Kopf zielen. Ja, also... Wenn ich das hier in Schrotflinte umrechne, dann... wäre ich jetzt schon lange ohne Munition. Lass die Tür offen. Ich mag keine Zombie-Apokalypsen. Da sterben viel zu viele Frauen bei. Finde ich voll gemein. Molly! Hier runter? Hört sich richtig an. Kochen an der Tür. Ich finde die Untertitel so cool. Ich werde versuchen, von Safe Room zu Safe Room zu kommen. Boomer stören, Boomer Alarm, Boomer sprengen. Oh, hier sind wir runtergekommen. Hier wäre es sofort rausgegangen. Okay. Ich habe richtig Glück mit der Orientierung. Ich versuche immer mit Rechtsklick anzuvisieren, aber geht das hier gar nicht. So easy. Ja, jetzt habe ich zwei Pistolen an Sekundärwaffe. Der Vorteil an der Sekundärwaffe ist halt, dass man keine Munition dafür braucht.
Nachteil ist, die sind nicht ganz so cool wie die Primäre. Gift, warte. Okay. Kommt ihr noch oder eher nicht? Nein, nein, nein. Boomer Fan. Ja. Wenn man von einem Boomer getroffen wird, dann sieht das halt so von mir aus und. Zombies gerade laufen auf einen zu. Deswegen sollte man das versuchen zu vermeiden. Aber hier ist nichts. Gehen wir einfach weiter. Oh, wir haben noch ganze 8 Minuten, trotz Intro und allem. Dann schaffen wir 2 Safe-Räume pro Folge. Da vorne ist ein Schutzraum. Na wunderbar. Ab in den Schutzraum. Ja, das würde ja schon fast dazu einladen, auf normal zu stellen. Also, ich werde wohl umschalten nochmal. Nach der Folge. Wir haben immer noch 8 Minuten. So, los geht's. Meine, es lohnt hier quasi nicht. Wir haben keine Energie verbraucht, wir haben keine Munition verbraucht. Ah, der steht noch. Immer schön auf den Kopf ziehen. Okay, dann rennen wir mal durch. Oh, nice. Ich bin hier der Solo-Player, also brauche ich eine Beides-Waffe. Hunter, Hunter. Also, die Schrot wäre ja extrem stark und die Sniper-Rifle ist extrem nah und extrem Fernkampf. Und ja. Danke. Ich brauche eine Mittelwaffe, also eine, die beides kann, weil ich alleine spiele. Naja. Tü-tü. 6 Minuten, der Rauch ist weg. Endlich. Ich lade nach. Naja, macht ihr mal das, ich mach hinten. Mit Ducken ist man noch genauer. Aber das hilft mir jetzt gerade nicht. Die Zombies sind noch nicht stark. Boomer tobt. Ah, auf X ist das? Ich habe keine Ahnung, wo ich eine Richtungstaste wäre cool. Meine. Halt so eine Anzeige. Welche Richtung man gerade muss. Switchen diese kleinen Mädchen, die manchmal rumsitzen und dann heulen. Damit man zu ihnen kommt und sich um sie kümmert und dann one-hitten sie ein. Ja, diese Züge sind halt immer cool. Da sagen wir mal, einfach zu treffen. Luise hat Bill geschossen.
schätze mal, hier ist der Safe-Raum. Okay, ich habe einen Tank. Ja, nimm mir mal einer den Tank aus. Na los, steh auf! Gehen wir! Vielen Dank, Mann. Ich verarzte dich. Danke, du hast was. Das ist halt der Riesennachteil, wenn man immer vorlaufen muss. Und die Bots laufen nicht vor. Ja, nimm du mal die Pille. Man rennt teilweise um die Ecke und sofort steht ein Tank da. Die anderen sind noch ganz woanders. Aber dafür ist der Standgeschütz ganz lustig. Oh, die werfen sogar mit Mollys. Können wir weiter? Ich glaube, wir müssen nach oben. Ich bin mir nicht sicher. Bomber schnellt. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Gut aus. Hier gibt's Waffen. Wo ist der Hunter? Wo ist der Hunter? Du bist kein Hunter. Kein Hunter, du bist kein Hunter. Ich sehe doch, dass da Beine rumlaufen. So. Los zum Lagerhaus, Leute! Voll gut, dass hier kein Friendly Fire ist. Und damit ist die Folge zu Ende. Woohoo! Wir haben es geschafft. Schnell ins Leihhaus. Das ist der nächste Save Point. Wurde mir gesagt von den anderen Spielern. Hunter, danke. So, ich sehe die Tür zu machen. Das war ja toll. So. Und damit sind wir dann jetzt fertig mit der ersten Folge. Ich würde mal soweit sagen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss.